Ich liebe dich. Eine Stadt, die nur auf Fußwegen basiert. Challenge accepted. Aber nicht in dieser Stadt. Nenn das Ding ruhig Park. Das wird hier mein Bordellviertel. Das heißt bei uns, Vulkanstraße. Bop, 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 bop. So, hier kommen nachtaktive Sachen hin. Warum sollten die Bürger denn eine Revolte anfangen? Die stehen auch gerne hier oben im Stau. Ach ja. Das heißt, Straßendirndl-Gebiet. Vor allem, da macht erstmal ein Gym auf. Okay, Bowling, kann ich verstehen. Noch ein Gym. Man kann ja nicht genug Fitnesscenter haben. Alles McFit hier. Den Titel des Streams, Tötet es bevor es lebendig wird, hatten wir schon mal. Das war bei Spore. So, du bitte leer machen. Wir können eigentlich die ganzen Dinger mal hier leer machen, weil normalerweise sollten die Müllverbrennungsanlagen genug Kapazität haben, den gesamten Müll zu verbrennen. Oder? Na okay, wir lernen nur den hier. Hm. So produziert man also einen Müllfahrzeugstau. Ja, seit unten ist nicht sehr teuer. Zu wenig Dienstleistungen, kann ich mir kaum vorstellen. So, fahren wir den ganzen Scheiß hier ab. Na? Ah ja, das war das Gewerbegebiet dann hier unten. Nein, du fährst dann bitte nicht über die Autobahn. So, und dann wieder da oben rein. Das Add-on kommt am Donnerstag raus. Ja, meine Stadt schafft sich gerade so ein bisschen ab wieder. Hat ein bisschen was mit meinem Straßensystem gerade zu tun, was ein wenig überlastet ist durch
Die Menge an Einwohnern, das macht mir aber gerade nichts. Weil eigentlich will ich nur die Nachtetablissements sehen. Dazu bauen wir noch den schönen Brunnen. Gefängnis, Buskapazität 5. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich nämlich die nächste Stufe weggeklickt. Macht aber nichts, weil wir wollten eh das Gefängnis gerade bauen. Beziehungsweise ich wollte mal kurz das Gefängnis bauen. Ich hoffe, es war so. Arkham City. Nee, das war ja dann nicht Arkham City, Arkham Prison. Egal, ich denke mal, die meisten wissen, was gemeint ist. So, da geht nochmal Wasser rüber. Hatten wir hier unten Wasser? Ja, haben wir. Ihr bekommt auch ein bisschen Umgebungsplantagen. Ach, wie ich den Mod vermisse, wo man die Bäume per Pinsel pflanzen kann. Dankeschön. Arkham Asylum, natürlich. Mein Gott. Danke, dass der Chat sich selbst korrigiert. Die Knacki sollen auf den Baum rausgucken können. Wir haben auch sonst nichts im Leben, verdammte Hackejordel. Boah, Verkehr sieht doch gut aus. Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass unsere schöne Stadt den Preis attraktivste Stadt gewonnen hat. Pac-Man Arcade-Halle. Burnt Beans Coffee. Aber steht Game Cave drauf. Ach so, Game Station. Space Bowling. Games for Gamers. Play All You Want Arcade. Nightclub Happy Hamster. Direkt zweimal nebeneinander. Sehr erfolgreich. Anscheinend, scheinen Spielhallen sehr angesagt zu sein. Und Space Bowling. Und halt, Gym. Wo wir eben schauen. Der schöne Springbrunnen. Das stimmt gar nicht, Hartmoor. Es wurden so viele Kinder geboren im Autobahnstau.
So. Zum Ende des heutigen Streams werde ich mal eben noch was Vernünftiges bauen. Seid nicht überrascht, wenn es passiert. Es wird euch aus den Socken hauen. Ja, nicht gleich ausrasten, dass wir jetzt wieder eine Verbindung hier haben. In nächster Zeit gibt es sehr viele Spiele, die ich spielen werde, Nobitania. Es ist aber schwierig zu sagen, was alles. Weil, was kommt denn? Es kommt Grand Age Medieval raus. Das müssten wir uns dann nochmal zum Live, also beziehungsweise angucken, wenn die Live-Version raus ist. Die Testversion haben wir ja schon geschaut. Ja. Cities, Skylines, After Dark. November kamen unglaublich viele Sachen noch raus. Ich weiß nicht, wie es im Oktober aussieht, aber ich hab immer was zu tun. So, wir brauchen sehr, 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 sehr viele Zufahrten. Also raus können die ja eigentlich da. Frage ist nur, das hatte ich hier gemacht in beide Richtungen. Da machen wir eine Einbahnstraße zur Seite hin. Bitte keine große, nur eine zweispurige. Doch ich hatte ja keine Ampel hier. Und ich hoffe mal nicht, dass da oben einer hier rausfährt, um dann hier wieder raufzufahren. Ach, doch, sie werden es tun. Schon, als ich das Elend jetzt benannt habe. Wusste ich, dass es passieren wird. So. Na, beleg ihn. Moment, nein. Der muss ja genau in die andere Richtung. So, jetzt noch mal hier runter. Ob das wirklich hilft, kann ich noch nicht sagen. Das Straßenbausystem ist auf jeden Fall bei City Skylines immer besser gewesen als bei SimCity. Du kannst auf jeden Fall eine sehr gute Stadt bauen, jetzt nicht, wenn du so baust wie ich hier. Aber ich habe schon sehr schöne Sachen gesehen. Und Hodenkrebs ist bestimmt schöner, Eagle Eye.
Ups, warum habe ich denn jetzt hier eine... Geh weg! Ich weiß, dass das Spiel angehalten ist. Aber glaubst du, ich würde nicht mitkriegen, dass sich nichts mehr bewegt. Warum habe ich gebaut? Ich baue was Sinnvolles. Ich habe nicht gesagt, ich baue was Schönes. Vor allem so vom Sinn her, wer nach City Skyline noch SimCity gespielt hat, das Remake, der ist einfach nur ein Masochist. Der steht einfach drauf, sich in die Fresse zu schlagen den ganzen Tag. Beachtet den Chat gar nicht. Die sind immer so gemein. Ich bin ja nichts anderes gewohnt. Ja, die ziehen sich da zu eng zusammen. Moment. Schön, jetzt haben wir den Strom erstmal gekappt. Darauf. Na. Komm, geh weg. Ey, wollt ihr mich verarschen? Fahrt doch alle nicht hier oben raus. Warum will hier keiner hin? Ach, da ist jetzt mal einer rausgefahren. Ah, jetzt nach und nach kommen hier Vereinzelte lang. Oh ja, vor allem, dann fahren die hier lang, fahren hier in den Kreisverkehr, fahren hier rein an der Müllabfuhr und dann fahren die hier oben lang. Ein Hoch. Es gibt ja kein Subscriben, weil ich kein Partner bin, Nobitania, aber danke. Ich bin kein Partner bei Twitch, weil ich eigentlich bei Twitch nicht streamen will. Aber schön, dass du es machen würdest. So, mal schauen. Unser Nachtviert hat sich ein bisschen aufgebaut. Da fällt mir ein, wir haben auch einen funktionslosen Taxistand. Ich muss ihn nur wiederfinden. Da ist er. Irgendwo. Da. 0 von 5 Taxis in der Warteschlange.
dann würde ich hier oben auch noch einen Taxistand setzen. Auch wenn der Krach macht für die anliegende Bevölkerung. Und jetzt kommt das kostspielige. Straßenbahn. Das muss erstmal als kleine Runde reichen. Kann ich mit unterirdischen Straßen der Straßenbahn in den Weg kommen? Oh, die kostet auch richtig schön Kohle. Aber wie gesagt, ich baue erstmal nur eine kleine. Damit Leute an den Strand fahren können. Was für eine tolle Stadt. Wenn ich es wüsste, würde ich denken, ich träume. Richtig. Würde ich auch sagen, dass der Taxistand bestimmt mehr Lärm macht als der Busbahnhof. Was ist hier denn passiert? Hier gibt es keinen Verkehr mehr? Irgendwas ist kaputt an der Stadt. So, Krematorium. Macht die Menschen mal hier vorne glücklich. Ich hab Touri-Zeug am Strand. Hier. Angeltouren. 5 Besucher letzte Woche. Bottled Water Bar. Champion Weightlifter Gym. Paddy's Pub. Aber wir können mal gucken, ob es noch was noch so gibt. Ja, Reitstall will ich jetzt nicht hier unten am Strand bauen. Dann gibt es noch den Skaterpark. Das ist aber eine reine Freizeitbeschäftigung eigentlich. Den setzen wir mal hier in die, ja, neben den Puff. So, Beachvolleyball. Love Your Bottom Off Comedy Club. Finde ich nicht, dass er nach Comedy aussieht. Das ist Hoofs wundervolle Höhle der Lust. Verdammt! Passt nicht. Da müssen wir es aber eine wundervolle Lusthöhle. Es ist immer eine Frau vorne drauf. Oh, jetzt geil. So langsam erhält sich die ganze Stadt und wird auch größer und cooler mit neuen Hotels.
das Disco-Arcade-Viertel, das Wohngebiet, der große Busbahnhof. Wer war noch nicht an diesem Bahnhof? Ein Traum. So. Es lief nicht alles super. Wir haben noch eine Errungenschaft gekriegt, Freizeitsuiten. Hat nicht jeder gesehen. Verfügen Sie über 1000 Quadratmeter Gewerbegebiet mit Freizeitspezialisierung. Ja, ist doch super. Ich würde jetzt aber auch Feierabend machen für den Stream und für so gesehen das Short-Let's Play, was daraus entstehen wird. Ja, ich habe so ein bisschen die Neuerungen gezeigt, die es gibt. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr. Nacht kriegen ja alle, hat aber keine Auswirkungen. Beim Hauptspiel habt ihr auch im Chat vielleicht zwischendurch gelesen. Aber wie gesagt, es gibt halt die neuen Spezialisierungen, ein paar neue Küstensachen. Es gibt Taxis, die man jetzt einsetzen kann. Und sonst war das Spiel ja am Anfang auch schon ziemlich vollgepackt. Aber ich finde, jetzt von dem Stand her gibt es noch viel, viel mehr, was halt das Spiel noch besser macht insgesamt, weil City Skyline war ja auch schon super und durch das Add-on, was ja auch relativ günstig für, ich glaube, teilweise in Keystores für 11, 12 Euro gibt, kann man das Spiel nochmal so ein bisschen mehr abgewinnen. Ob alles funktioniert, wie man sich das so vorstellt, kann ich noch nicht genau sagen, dafür muss man halt einfach länger spielen. Vor allem, weil ich das Bauen der Straße so ein bisschen verkackt habe. Ganz wenig. Aber ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Vielleicht im vollen Let's Play zu diesem Spiel oder zu einem anderen Stream oder zu einem anderen Short Let's Play. In dem Sinne, bis dahin, ciao. Euer Doc. Finn.